So, moin Mädels. Wirklich moin. Wir filmen auf dem Samstag. Das kommt auch nicht oft vor, ne? Samstag? Ah, guck mal. Und schon klingelt das Firmentelefon, ja? Unfassbar. Wir haben heute geschlossen. Heute bauen wir eine Zymer CM127 auf MOSFET und LiPo um. Ja, mein so ein Mod gibt es zwar schon überall irgendwie, ne? Cool, ne? War ist schon cool. Das ist nur so Flo, ne? Guckt mich an, macht so. Man kann sie ja sogar fertig kaufen bei Vegardi, ne? Für einen geringen Aufpreis, finde ich absolut genial. Also Kosten-Nutzen-Faktor ist da sehr gut. Jetzt will ich euch als allererstes erstmal so ein paar Vergleiche aufzeigen zum Stock-System mit NIMH-Akku. Und Stock-System ohne MOSFET mit dem AMAX-Akku, der da genau reinpasst in die Stock-Halterung. So spiele ich die nämlich immer. Und später sehen wir dann, wie das Ganze arbeitet, wenn da ein MOSFET drin ist. Und dann in dem Fall jetzt hier der kleine AMAX. Im Prinzip spielt es keine Rolle, ob ihr den nehmt hier, den 7.4er mit 30C oder ob ihr den Turnigy nehmt. Von den Maßen her nehmen die sich beide nicht wirklich was und die Verarbeitungsqualität ist auch komplett dieselbe in meinen Augen. Ballern wir mal erstmal ein bisschen in Chrono und dass ihr mal seht, weil hauptsächlich verändert sich da die ROV und das ist in meinen Augen auch das Wichtigste bei den Dingern und dann sehen wir mal weiter. So, wir Chronen mit 020 an. Ich habe jetzt den NIMH Akku eingelegt, so wie sie Stock ausgeliefert wird und der ist komplett vollgeladen. Ja? 020er BBs und gucken wir mal, was die so bringt. Ne? So, das gleiche jetzt nochmal, aber mit dem AMAX Akku, der in das Stock-System reinpasst. Ja, eine 1000er ROV ist natürlich schon echt heftig. Das ist im Prinzip auch das, was man von dem Ganzen erwarten sollte. Wir werden gleich mal sehen, wie es dann mit MOSFET aussieht. Ich glaube, dass es sich nicht großartig ändern wird. Jetzt zerlegen wir das Ding erstmal und da zeige ich euch dann auch gleich, wie das funktioniert hier bei dem Ding. Das ist im Prinzip genau das gleiche wie bei der CM030. Als allererstes, wer jetzt gedacht, müssen wir den Schlitten abmachen. Dafür müsst ihr einfach nur hinten den Knopf reindrücken, genauso wie beim Akku einlegen. Dann geht's schon los, da schrauben wir direkt erstmal diese Kunststoffverkleidung ab. Dann hier die Schraube, hier hinten und auf der anderen Seite. Und dann kann man das Ganze schon nach oben hin abziehen und zur Seite legen. So, als nächstes dann im hinteren Bereich hier die beiden Schrauben. Das ist einfach nur der Gegenhalter für den Spring Guide vom Nozzle. Da müsst ihr dann am besten hier von oben ein bisschen drauf drücken. Bei der ersten Schraube ist das nicht ganz so wichtig, aber bei der zweiten jetzt, denn das ganze Ding wird auch nach oben so ein bisschen gedrückt durch eine kleine Feder, die hier unten drunter liegt und nach hinten gedrückt. Also am besten ganz vorsichtig jetzt hier so nach oben hin wegnehmen, den Spring Guide auch nach hinten rausziehen und hier ist noch so eine ganz kleine kegelförmige Feder, die müsst ihr auch rausnehmen. Ne? Ganz vorsichtig, nicht hier irgendwie über Kopf halten und das ganze Ding durch die Gegend fliegen lassen. Ne? Dann findet ihr das nie wieder. Dann könnte man jetzt hier zum Beispiel schon mal das Nozzle rausziehen. Hier sind auch noch zwei O-Ringe, die sind immer gut gefettet. Das muss auch schön gleiten. Das kann auch schon mal ab hier, dieses Cover. Das könnt ihr einfach so leicht zur Seite hin abziehen. Hier befinden sich noch zwei Haltesplinte unter den Griffschalen. Das heißt, ihr müsst die leicht und vorsichtig abhebeln. Am besten geht ihr da irgendwo, müssen wir mal gucken, wo der Spalt hier am Rand schon ein bisschen größer ist, durch das vorherige Aufkleben. Da geht er mit einem ganz flachen Schraubenzieher irgendwie drunter. Und da seht ihr schon, jetzt löst sich das hier schon. Und ist nur mit doppelseitigem Klebeband dran. Einfach vorsichtig abhebeln. Seite legen und andere Seite genauso. Ich benutze da immer gerne den Phasenprüfer für, weil der hier noch Kunststoffumrandung hat. Da macht man nicht so leicht Druckstellen irgendwo am Kunststoff. So, und ab die Geschichte. Dann habt ihr nämlich hier und hier habt ihr noch einen Splint, den ihr auch mit rausdrücken müsst. Am Ende sind es für die Gearbox selber sind es 4 Splinte. Und dann gibt es noch für die Abzugseinheit direkt auch noch mal 2, ein. So,
Ja, genau, für die Abzugseinheit den einen hier vorne. Als allererstes nehmen wir jetzt aber den hier unten raus und dann habt ihr am Boden noch zwei Schrauben, die raus müssen. Machen wir jetzt direkt, also einmal durchtreiben. Ach, der kam ja leicht. Da müsst ihr auch mal gucken, die haben auf der einen Seite haben die solche Kerben drin, auf der anderen Seite am Ende nicht. Und es ist natürlich eher kontraproduktiv, wenn man versucht, die Kerben komplett hier einmal durchzuziehen. Also sollte man immer gucken, dass man die dann, dass man den Splint an der Seite rauszieht, wo halt auch die Kerben sind, damit man den nicht einmal komplett durchziehen muss. So, zur Seite legen und dann kommt einem die Kappe hier schon entgegengeflogen. Kommen die restlichen. Wie einfach das hier geht. Die Stifte, die hier in den unteren Bereichen sind, also dieser, dieser und dieser, das, die sind alle drei gleich lang. Und nur hier oben haben die den, die haben zwar den gleichen Durchmesser, aber nur hier oben ist ein etwas längerer drin. Der ist nur minimal ein bisschen länger. Und wenn man den dann natürlich hier zum Beispiel an der Griffschale reinmacht, dann kriegt man die Schale nicht vernünftig drauf, weil der halt irgendwo absteht. Oder wenn man den hier hinten reinmacht, dann steht der da immer blöde raus. Und dazu kommt noch, dass so ein kurzer Stift in dem Bereich gar nicht vernünftig halten würde. So, und hier oben ist sowieso ein etwas dickerer, das kann man ja gar nicht verwechseln eigentlich. Jetzt müsst ihr, die Gearbox ist schon ein bisschen gekommen, das ist jetzt alles beweglich hier, ja. Jetzt müsst ihr aber als allererstes die ganze Gearbox ein bisschen nach unten drücken und den Lauf, bisschen Lauf-Hop-Up-Unit, Abzugskombination hier, alles ein bisschen hochziehen und dabei aufpassen, dass sich hier dieser Hebel für den Akku nicht verselbstständigt, ne? Beziehungsweise dahinter die Feder, das dann direkt rausnehmen und zur Seite legen, so, und dann hier vorne den Lauf aus der Führung raus und dann kann die ganze Kombination hier hinten rausgenommen werden. Dann geht hier noch ein Hebel nach hinten, der muss dann auch mit hoch und dann haben wir es. Dann können wir die gesamte Gearbox, jetzt muss ich mal gucken, wie es bei dem hier ist, weil bei manchen Modellen muss man die Gearbox nach oben hin rausnehmen und bei manchen nach unten. Ich glaube, hier ist es nach unten. Ach, guck mal, hier ist schon eine Lötstelle ab. Guck dir das an. Krass. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Das ist mir auch noch nicht passiert. Den Hebel hier kann man, wenn man möchte, einfach nach oben hin rausziehen. Da wir den Original-Akkuhalter jetzt hier sowieso später nicht mehr brauchen und hier jetzt sowieso die Lötstelle gebrochen ist und die Kabel brauchen wir auch nicht mehr, also knipsen wir das hier oben auch einfach ab und schon können wir die gesamte Gearbox nach unten hin rausziehen. Wir widmen uns jetzt dem Ganzen hier. Das hier baue ich nämlich dann immer ab. An der Stelle lässt sich dann einfach besser, lassen sich besser die Kabel durchführen, wo dann am Ende das MOSFET dranhängt und das Ganze nimmt auch noch mal ganz bisschen Platz weg. Und jetzt geht's an die Gearbox. Also hier müssen wir jetzt gucken. Ihr habt hier eine Kabelführung für Plus und auf der anderen Seite für das Minuskabel. Das ist extra hier eine Sicke eingelassen in die Gearbox, damit ihr mit diesem Kabel nicht irgendwie beim Einführen der Gearbox an dem Gehäuse hängen bleibt und euch da die Isolierung abschabt oder ähnliches. Deswegen können wir auch keine 2,5 Quadratkabel nehmen oder sowas. Da müsst ihr dann wirklich maximal bei 1,5ern bleiben, damit da wirklich genug Platz ist und ihr nicht wirklich Gefahr läuft, dass das irgendwie dann abschabt und ihr euch da einen kurzen verursacht oder so. Die eigentliche Abzugseinheit sitzt nämlich hier im hinteren Bereich. Ganz einfaches System. Im Prinzip ist das Ganze hier genauso aufgebaut wie eine ganz stinknormale AEG-Gearbox, ne? Alles nur eine Nummer kleiner und kompakter. So, jetzt heizen wir erstmal den Lötkolben an und löten uns die ganzen alten Kabel hier ab. Und vorher markiere ich mir noch Plus und Minus am Motor. Und nicht, dass wir das nachher verwechseln und dann versucht das Ding verkehrt rumzulaufen. Das wäre ein bisschen scheiße, ne? Ja, ist mir tatsächlich ganz am Anfang schon mal bei meiner ersten Glock passiert. Weil ich das verwechselt und dann wollte sie rückwärts laufen. War ein bisschen kacke, ging nicht. Durfte ich also nochmal zerlegen. Also, die Kabel sind ab.
Und ich habe mir jetzt schon mal hier das neue Kabel geholt. Dann müsst ihr erstmal gucken, das wird ja jetzt hier so angelötet hier hinten. Und dann wird das hier so lang gelegt, dann geht das hier zum Plus, geht hier wieder zurück und hier vorne zum Akku. Also ich sag mal, so viel müssten wir ungefähr abschneiden. Ungefähr 25 cm ab von dem Kabel für beide Seiten. Einkürzen kann man immer noch mal, dran löten ist scheiße. Und dann brauchen wir noch Signalkabel. Das müssen wir im Endeffekt nur von der Switch Unit hier einmal mit rüberziehen zum MOSFET. Das sitzt hier vorne ungefähr. Naja, nehmen wir ein bisschen mehr. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Circa 10, 15 cm, ich denke mal 15 cm. Da können wir jetzt schon mal jeweils ein Ende abisolieren und am Plus und Minus vom Motor löten. So, das mache ich jetzt mal eben. So, also wir haben den jetzt hier unten schon mal angelötet. Das Ganze wird natürlich so gemacht, dass das hier dann schön gerade rausgeht, ne, auf beiden Seiten, weil wir ja hier in die Kabelführung wieder wollen. Und dann finde ich hier auch relativ wichtig, das Ganze mit einem Schrumpfschlauch wieder zu isolieren. Dann habe ich das hier schon mal ein bisschen lang gelegt. Das kommt dann im Endeffekt hier rein und kommt da vorne raus. Da kommt der Anschluss dann später. Und hier auf der Plusseite müssen wir jetzt halt gucken. Ne? Das legen wir jetzt hier auch einmal schön lang. Und man hat ja immer bei jedem MOSFET, wir bauen hier jetzt in dem Fall das Micro 2 MOSFET rein von Jeftron. So wie sie es auch bei Begadi verwenden für die Zymer-Modelle. Man hat ja immer so eine schöne Anschlussskizze bei denen. Ne? Und hier sieht man ja auch eindeutig, dass das rote Pluskabel, was vom Motor kommt, geht ja hier einmal direkt lang. Gut, hier geht es über eine Sicherung, lassen wir weg, an den Akku. Und einmal zwischendrin geht da einfach ein Kabel rüber zur Switch-Unit, ein Signalkabel. Dieses Signalkabel lassen wir jetzt in dem Fall weg, weil wir ja nun mal Platzprobleme haben in diesem kleinen Modell. Und deswegen legen wir uns das Pluskabel direkt hier rüber an den Switch-Unit-Kontakt. Biegen wir hier einmal so eine Biegung rein, weil das dann hier wieder zurückläuft, ne, bis nach vorne. In dieser Biegung müssen wir jetzt das Kabel an dieser kleinen Stelle hier unten abisolieren. Ja, jetzt haben wir hier einmal mittendrin abisoliert, das Ganze hier schon angelötet an den einen Kontakt. Und jetzt müssen wir nur noch das Signalkabel auch an einem Ende schon mal abisolieren und an den anderen Kontakt anlöten. Natürlich so in die Richtung angelötet, dass man hier nach vorne hin rauskommt. So, jawohl, also das blaue Signalkabel haben wir jetzt hier auch angelötet. Jetzt können wir das Ganze hier mal so ganz grob schon mal hier lang führen, wo es eigentlich im Endeffekt dann lang laufen soll. Und dann müssen wir hier die... Wir machen gerade ein Video, Mann. So, jetzt müsst ihr euch nur die Abzugs- und Hop-Up-Unit nehmen. Also die Abzugs- und Hop-Up-Unit-Einheit. So, das wollte ich eigentlich sagen. Das müsst ihr euch jetzt nehmen und hier mal probehalber oben drauf stecken. So wie es dann im Endeffekt sitzen muss. So. Und die Kabel dann dementsprechend da lang führen. Da müsst ihr aufpassen, nur mal so grob hier dran halten. So, da müsst ihr aufpassen, am Ende kommt ja dann hier das Magazin rein, so, damit das halt, damit die Kabel dem Ganzen halt nicht im Weg sind, ne? Also nicht zu weit reindrücken und nicht zu lang machen hier an, vor allem an diesem Mittelsteg. Das muss hier schnurgerade rübergehen. Das heißt, hier in dem Bereich fängt dann quasi die Akkubox an. Sag ich mal, der Bereich, wo dann MOSFET und Akku dann sitzen im Ende. Und da können wir jetzt anbinden und löten. Entweder ihr lasst das jetzt erstmal so liegen und guckt dann direkt, wo ihr ungefähr die Kabel abknipsen müsst. Ihr müsst dem Ganzen auch noch ein bisschen Platz lassen, weil ihr ja die ganze Einheit hier rausziehen müsst. Also ich würde das schon ungefähr an die Stelle positionieren hier. Dann habt ihr genug Freiraum, um das mal zu zerlegen oder und habt trotzdem noch genug Kabelfreiraum hier, um den Akku einzusetzen. Also in dem Bereich würde ich das hier ca. 2 cm vom Anfang dieser Hop-Up-Unit würde ich das einsetzen. So, also sprich bis dahin müsste dann ungefähr
das Signalkabel gehen und das Minuskabel. So. Und das Pluskabel reicht dann auch noch perfekt aus. Bis dahin, dann kommt dann hier der Stecker dran. Ast rein. Abisolieren, anlöten. Jetzt haben wir das hier schon mal alles angelötet. Ich habe auch gleich nochmal ein Kabel hier zusätzlich dran gelötet, halt für den Minuskontakt. Bevor ich jetzt hier aber den Schrumpfschlauch drüber mache und hier alles endfertig mache, baue ich das ganze System jetzt einmal ein, um zu gucken, ob die Kabellänge auch wirklich, ob das alles wirklich alles so hinhaut. Ja, alles zusammengesetzt sieht man jetzt hier schön, wo die Kabel rauskommen, dass das hier wunderbar passt. Die sind breit genug, dass man das ganze Ding hier noch durchziehen kann, ohne dass irgendwann da irgendein Kabel verletzt oder so oder irgendeine Lötstelle. Die Kabellänge würde ich in dem Fall, wenn man diese kleinen Akkus verwendet, auch ungefähr so lassen, dass sie ungefähr dann hier bis zum Ende gehen. Ein bisschen kürzer ist nicht schlimm, ein bisschen länger ist zu viel, denn wenn man dann den Akku einlegt, kann man dann wunderbar das Ganze hier nochmal einmal so rumlegen, den Stecker, und dann hier im Endeffekt den Stecker auch einmal so rum miteinander verbinden, und im vorderen Bereich hat man dann genug Platz für MOSFET-Stecker, Geschlunze, das ist dann alles völlig ausreichend, um immer noch den Schlitten vernünftig zumachen zu können. Ja, also alles wieder raus, Schrumpfschlauch drüber, Stecker dran und dann machen wir mal Probeschüsse, ne? So, jetzt haben wir hier schon mal die Stecker alles wieder dran gelötet, den Akku, da haben wir auch gleich den Stecker, einen neuen Stecker angelötet, weil die DIN-Stecker eine etwas bessere Leistungsübertragung haben als diese doofen kleinen hier, wie heißt die, DST oder so, ne, diesen Kacke. Und so ein DIN-Stecker, der baut ja auch nicht wirklich groß auf in dem ganzen System hier, ne. Beim Zusammenbau von dem Nozzle Spring Guide müsst ihr auch noch ein paar Sachen beachten, ne? Guckt doch mal bitte, wann ist. Also, der Hebel hier legt sich gerne mal hier nach hinten weg und blockiert dann im Endeffekt dann euren Abzug hier auch. Und da müsst ihr auf jeden Fall darauf achten, dass der hier vorne sitzt. Dann müsst ihr das Nozzle einführen, einmal ganz durchschieben. Und dann Spring Guide mit Feder ansetzen und dann kommt's. Ihr müsst unbedingt darauf achten, dass diese kegelförmige Feder mit eingebaut wird, und die könnt ihr wunderbar schon mal hier auf diesen, ich weiß nicht, was es ist, Spring Guide Stopper Winkelgedöns, ne? Da könnt ihr so unten dran stecken und ganz easy, ohne dass er die verliert und so, dass sie aber trotzdem am richtigen Platz sitzt, einmal hier randrücken, das Ganze hier wieder ansetzen, ne? Wo es hingehört. Und dann kommen erst die Schrauben. So, warte. Einmal so runterdrücken. Das Ding wieder loslassen. Und dann sitzt das. So, und jetzt die Schrauben ansetzen. Und hier gilt ja auch, wie immer, erstmal, wenn man seine Arbeit gemacht hat, irgendwas getuned hat oder was auch immer, erstmal kontrollieren, bevor man es endgültig zusammensetzt. Und somit also erstmal Akku dran, mal schießen. Funktioniert ja schon mal ganz gut. Vollauto macht sie jetzt nicht, ist klar, ist ja kein Schlitten drauf. Dann den Rest zusammenfummeln. Wie ich eben schon sagte, passt das ganze Kabelgedöns hier vorne noch astrein hin. Seht ihr das, ne? Hast du gesehen, Hannes? Hast du gesehen, ne? Welchen meinst du jetzt? Geht alles. So, dann 20er BBs rein. Bin ich ja mal gespannt. Ich würde jetzt mal sagen, muss wieder rumkommen, wa? Also zuletzt, ich sag mal, das Ansprechverhalten. Das Ansprechverhalten ist eigentlich ziemlich gleich geblieben, finde ich. Ne? Im Vergleich zu dem Einsteck-Akku-Gedöns hier, ohne MOSFET. Mal gucken, was er jetzt schafft hier. Guck mal einer an. Tja, was lernen wir daraus? MOSFET ist scheiße. Nein, natürlich nicht. Ja. Wenn ich jetzt Semi schießen möchte damit, ne? Das geht relativ schnell. Ich würde mal sagen, es geht ein bisschen
das Ansprechverhalten ist ein bisschen besser als mit einem als mit ohne MOSFET. Ist ein bisschen besser als ohne, als wenn man kein MOSFET hat, aber also ich brauche so eine Pistole nur, um Vollauto zu spielen. Und da ist mir das Ansprechverhalten eigentlich scheißegal. Weil meistens kommt eh gleich ein halbes Magazin raus und dann hat man den Gegner auch erwischt. Also ich finde, wie gesagt, ein MOSFET unnötig deswegen, weil der nächste Punkt ist, das MOSFET ist ja im Prinzip nur dazu da jetzt, also im Endeffekt nur noch dazu da, um die Switch-Unit zu schonen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, diesen ganzen Aufwand irgendwie eingehen, um die Switch-Unit zu schonen. Wenn die Switch-Unit einen Arsch hoch macht, dann kauft man sich eine neue und baut die dann ein. So. Ich finde das, wie gesagt, unnötig. Aber jetzt habt ihr gesehen, wie es geht. Und wer es zu Hause selber machen möchte, wer ein bisschen löten kann, kann es mit dieser Anleitung hier problemlos machen. Das ist genauso aufgebaut wie bei meiner CM030, das ganze System. Habe ich jetzt auch feststellen dürfen. Finde ich gut. Ist wirklich komplett der gleiche Scheiß eigentlich. Und ansonsten alle diejenigen, die nicht so begabt sind, was das Ganze angeht, die sollten sich einfach die perfekt zusammengebaute Version von Begadi kaufen mit MOSFET, wenn sie denn der Meinung sind, die brauchen unbedingt ein MOSFET. Und ansonsten für alle anderen, das Ding reicht völlig hin. So, und hiermit verabschiede ich mich in den Porn. Tschüss.